Moin moin Leute, ich heiße euch heute herzlich willkommen zur 8. Folge meines Missionsguide. Was wir heute machen, steht noch nicht fest. Wir lassen uns da direkt mal überraschen. Und schau mal rein, was es so für uns gibt. Ach, ich denke, wir nehmen mal so einen ECN-Alert. Darum geht es darum, irgendein Flieger hängt im All aus irgendwelchen Gründen fest mit seinem Schiff. Er braucht Hilfe, weil er angegriffen wird. So, hier läuft ein Zeittimer. Bis dahin sollten wir dann bei ihm sein. Ja, den nehmen wir doch mal den auf. Dann heißt es mal zur Konsole wetzen und unser Schiffchen holen. Dann nehmen wir die Hawk heute. Ich hatte gerade schon einen Versuch, eine Mission zu spielen. Der ist leider misslungen, weil es einen Serverabsturz gab, einen 30K. Darum eben schnell den Flieger blamen. Dauert ja nicht so lange. So, dann nehmen wir mal die 1,30 da voll in Kauf. Da können wir mal in der Zwischenzeit einfach mal was über die Ausrüstung des Schiffes sagen. So. Jetzt müsste die Hawk nur noch kommen. Da haben wir Anvil Hawk. Okay, die falsche. 2. So. Ja, Zero Rush, Ultra Flow als Cooler drin. Powerplant, ein Bretron, industrielles ist das. Schild, ein militärisches, das Beste, was es in Kaufen gibt, und Palisade. Bei den Waffen Attrition, 2 Repeater drin, 4 Stück. Und 2 Dominanz, 1 Scatterguns. Die beiden Scatterguns sind gegimbelt, weil ist sowieso ein 1er-Slot. Da verliere ich nichts durch an Waffenkraft. Und ja, einfach mal probieren. So viel zum Schiff. Es hat keine Raketen. Es hat quasi eine kleine Gefängniszelle hinten dran. War die Hawk 2, ne? Ja. Also wie gesagt, keine Raketen, eine kleine Gefängniszelle. Es ist ein Ein-Mann-Fighter. Klein, wendig, eben halt ein nice Sink to Fly. So, dann stelle ich mal eben meinen Text hier weg. Und was ich auch wegmachen kann, das ist auf die Schnelle mal meine Anzeige da. Zack. So. Helm schon mal aufsetzen. So. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, um zum Ziel hinzukommen.
anstellen. Meine Waffen. Ihren. Eins. Null. So, meine Energieverteilung mache ich wie folgt. Powerplant. So, Dominanz. Die beiden mache ich overclocken. So, Palisade und das auch overclocken. Es langt mir am Overclocken meiner Komponenten. So, dann wollen wir mal aufsteigen. So. Fahrwerk rein. So. Die Mission hatte ich doch angenommen. Hab vergessen, sie zu strecken. Ups, nee, angenommen hatte ich sie nicht. Warum auch immer. Jetzt ist natürlich die Mist weg. Anders sie übernommen hat. Ja, dann schauen wir doch mal nach einer anderen. Ja, also das hier sind jetzt Frachtmissionen. Mit diesem Flieger nicht zu leisten, weil kein Frachtraum. Ja, das ist auch was, wo wir kurz was transportieren müssen. Nämlich diese Bio-Waste. Die sollen wir da von irgendwo wegbringen und entsorgen bzw. irgendwo verkaufen. Das ist denen egal. Ja, Call to Arms kann ich nochmal mit anmachen. So. Ja. Was machen wir dann als Ersatz? Was haben wir da? Spieler. Weiß ich nicht, was für diesen Vogel möglich ist. Probieren wir es einfach. Machen wir einen Waffentest draus. Beziehungsweise testen wir den Vogel mal. Mit dieser Aufgabe. 3 Kills für North Rock Service Group. Plus Bonus. Ja. Einmal die Map. Da lässt er mich wieder reingucken. Dachte auch, ich hätte überhaupt nichts an. Skyline. Zack. Zwei. Drei. Ja, das ist, ja. Relativ alles in der Nähe. Komm. So. Dann wollen wir doch mal schauen, mit was für Gegnern wir es zu tun haben und wie wir uns mit dem Flieger dann so tun. So, hier lege ich jetzt mal Waffen. Das Menü meint, weil da erkenne ich noch ein bisschen mehr dann drauf. So. Nächsten Punkt, der EW-Punkt. Da haben wir keine Zeitvorgabe für die Aufgabe. Einklicken. Dann sollten wir den Rendezvous-Punkt wieder haben. Da ist er. Kurz das Anspulen für die Entfernung. Kurzer Waffentest. Da stelle ich mir noch
Träger. So. Er sagt Boogie, aber ich sehe nichts. Scheint dann zwar irgendwo schon in der Nähe zu sein, aber... Nach unten. Oh. Haben wir da eine Warden. Machen wir uns zuerst über die Warden her. Von mir aus kann er so langsam mal explodieren. Zack. Was haben wir da? Noch eine Vanguard Warden. Schießt er von da hinten auf mich. Shit, shit, shit. Komm. Nicht nur shit sagen, auch mal explodieren hier. Zack. So, was haben wir da? Das ist unser Endgegner. Wollte ich gerade sagen. Und da haben wir noch eine Walküre. Da haben wir noch eine. Oh. Noch wieder ein Jäger irgendwie dazugekommen. Was ist hier los? 3 Stück. Jetzt muss ich tatsächlich mal auf die Namen hier achten, kurz. So. Dass ich mir einfach die richtige rauspicke.
Ach, den einen haben wir ja schon. Okay, dann gehen wir von hier aus mal weiter zum nächsten. Hä? Okay, achso, der hat Call to Arms da oben an. Zack. Track. Den tracken. So. Dann. Na, Karte. Nein, Karte möchte wieder nicht. So. Dann springen wir hier einfach mal weg. Also wenn wir den ja schon erledigt haben, dann brauchen wir uns ja nicht mit den Valkyren da herumschlagen und dann gleich drei Stück. Also Valkyrie ist ein bisschen dick für diesen Vogel. Besonders wenn sie dann noch Begleitschutz haben und zu dritt sind. Ist dann schon schwieriger. Da sollte man dann schon etwas leicht größer nehmen. Okay. So. Super. Okay, er ist alleine. Zumindest im Moment. Wollen wir versuchen, ihn uns zu schnappen. So, Geschwindigkeit, gehen wir ein bisschen runter. Jetzt kommen da schon seine Kumpels dazu. Zack. Aber er ist weg, er ist erledigt. So. Da gebe ich erstmal einfach Stoff. Und. Na komm. Noch einmal. Na bitte, geht doch. U-Punkt. Also wie gesagt, die Valkyrie geht schon als Gegner, das ist nicht das Problem. Das Problem ist es eben halt, wenn andere Gegner dazukommen. Dann wollen wir mal springen. Bevor uns der Boogie aber irgendwas... Achso, einer von dreien fehlt uns noch. Okay. So, Geschwindigkeit schon mal ein bisschen runternehmen. So, dort haben wir eine Vanguard als Ziel. Könnte uns natürlich schön wegfeuern. Okay.
Das ist auch so. Ziel zerstören. Arsch retten. Son of a bitch. Na, 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 na. Hab's geahnt, der wollte wieder ins Cockpit kommen. Zack. So. Vollspeed gegangen hier. Scroll, 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 tut sich nichts. Und wieder auf die Map. Kommen. Einmal drehen. Es ist ein Ding, warum das hier funktioniert. Komm. Zähler wollen wir nicht. Red Port Olisa. So. Bogies interessieren nicht. Einfach wegspringen. Die Mission ist erledigt. Das heißt jetzt nach Port Olisa, Schiff reparieren. Mission ist geschafft. So, History. Hier steht die Mission drin. Zack, 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 zack. Da haben wir also in recht kurzer Zeit, ich sag mal in 22 Minuten, dieses Vorgeplänkel, ja. In 22 Minuten, naja, unter 22 sogar, weil Schiff ja noch, upsala, ein bisschen schnell unterwegs. Weil wir mussten das Schiff ja noch blamen. ...39.000 verdient. Da kann man nichts zu sagen mit diesem kleinen Schiffchen. Extremst schwierig war es auch nicht. Also ist ein Schiff, was man durchaus zum Spielen empfehlen kann. Auch für die Jagd von menschlichen Bounties. Es ist sehr gut geeignet. Das mache ich auch gerne mal damit. Das ist etwas, was wir demnächst auch mal schön so als Stream angehen könnten. So Live-Bounty hat. Das wäre vielleicht auch mal eine nette Aktion. So. Please proceed to assigned landing bay. So, Fahrwerk auf Automatik schon mal raus. Das Marker noch nicht. Oder eigentlich. So, jetzt. Bisschen zu früh stehen geblieben. So. Die Reparaturkosten sind auch nicht so extrem hoch bei dem Vogel. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst ein Like da oder sonst was. Oder schreibt einfach mal was drunter. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen.
Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ich sage mal, bis denne dann. Tschüss.